Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Stappenbach an. Die ist gestern um 19 Uhr frisch rausgekommen. Dann haben wir gedacht, schauen wir uns die doch einfach gemeinsam mit euch an. Wir hoffen, es gefällt euch. Wenn ihr mehr solchen Content wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Denn dann wissen wir, dass es euch gefällt und dann können wir eventuell auch noch so ein Video für andere Maps machen. Aber ich würde sagen, spannen wir euch gar nicht so lange auf die Folter, denn wir haben für euch noch einen kleinen Trailer. Den schauen wir uns hier mal kurz an. Genau, die Karte wurde hier von dem lieben Austria Modding gemoddet. Ihr bekommt sie aktuell nur über seinen Discord-Server. Dort ist sie aktuell gepublished in den Downloads. Aber das Ziel ist auch, dass sie im späteren Verlauf dann noch in Mod Hub kommt. Wir hoffen jetzt natürlich, ihr hattet jetzt nach diesem Trailer auch einen ganz guten Einblick schon mal oder einen Überblick über die ganze Karte. Denn die ist doch ziemlich groß, aber irgendwie auch klein. Und so schön gemacht eigentlich und vor allem für kleinere Traktoren. Wir haben es auch selber probiert, schon mal so irgendwie mit größeren Traktoren hier rumzukommen. Zum Beispiel auch hier mit dem LKW. Aber das ist einfach nicht möglich wirklich, weil die Karte ist einfach so klein und verwinkelt, gerade in diesen Dörfern, dass es das richtig schön gemacht ist. Und dann gibt es auch so Hausecken, die ein bisschen auf die Straße rausstehen, wie man hier jetzt sehen kann. Und gerade an diesen Hausecken sind dann noch so zwei Poller links und rechts, kann man hier ja auch ganz schön sehen, die dann quasi den darauf hinweisen, dass hier diese Hausecke ist und man ein bisschen aufpassen muss. Aber natürlich sind nicht nur diese Dörfer ganz schön gemacht, sondern man hat auch gerade verschiedene Größen an Feldern. Man hat einmal diesen Wiesensektor, wie man ihn auch im LS19 und 17 hatte. Im 19er war sie jetzt nicht so schön. Aber gerade im 17er, diesen Streifen, der ist eigentlich relativ gleich geblieben im Verhältnis. Und ja, man hat aber trotzdem auch immer noch einen richtig schönen Wald, der dann auch etwas hügeliger ist im Vergleich zu den Feldern. Die sind eher schon im Flachland gelegen. Und genau, die Wälder sind hügeliger. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied im Verhältnis. Kann man, wie man hier sieht, auch ultra geil Forst betreiben. Zum Beispiel hier mit der Platinum Expansion, die speziell auf diesen Forstbereich spezialisiert ist. Also damit ist auf jeden Fall ultra geiles Zeug möglich. Aber gleichzeitig habt ihr natürlich auch teilweise kleine Felder, wie jetzt zum Beispiel hier, oder auch wieder größere Felder, wo ihr dann auch mit mehr Personen gleichzeitig drauf fahren könntet zum Beispiel. Also ihr habt gerade so in diesem oberen Streifen, wie er bekannt ist, über diesem Hauptdorf, habt ihr so dieses ganze Grün mit den Wiesen, darüber nochmal ein paar Felder und zwischendrin die Höfe, gerade in diesem Hauptdorf, einige Höfe mit und dann unterhalb wieder viele Felder, die auch größer sind. Und dann so am unteren Map-Ende haben wir dann auch viel Wald, den ihr kaufen könnt. Also ihr könnt fast alles hier kaufen. Eigentlich könnt ihr alles kaufen. Gut, manches bringt euch natürlich nichts. Aber zum Schluss könnt ihr alles kaufen. Das ist natürlich sehr geil und bietet ultra viele Möglichkeiten. Und dafür gibt es dann aber auch diverse Höfe. Heißt, ich glaube, wir haben 6 oder 7 Höfe, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und aber auch diverse Verkaufsstellen, damit man viele verschiedene Preisangebote von verschiedenen Händlern bekommen kann. Klar,
Das ist jetzt aktuell nur noch eine Beta-Version. Heißt, es gibt auch hier und da noch ein paar Fehler. Hier zum Beispiel mal einer von diesem Stromkasten. Oder das werdet ihr selber vielleicht auch merken, wenn es bis dahin nicht gefixt ist. Es gibt hier und da noch ein paar Trigger, zumindest auf der Map, wenn man sie öffnet. Dass da irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel der Viehhandel und noch ein zweiter Fahrzeughändler sind, die aber an einer ganz anderen Position sind. Also ganz perfekt ist die Map zum Schluss auch nicht, aber sie ist schon mal vom Detail sehr gut gemacht. Zugleich könnt ihr natürlich auch, so wie bei jeder anderen Karte mittlerweile, zusammen mit der Premium Expansion die Früchte nochmal erweitern um rote Beete, Karotten oder auch Pastinaken. Das ist natürlich auch möglich, dadurch noch mehr Früchte und natürlich auch gleichzeitig nochmal damit das Spielerlebnis erweitern. Auf der gesamten Karte haben wir dann zwei PKAs, die ihr natürlich beide betreiben könnt. Und wie schon gesagt, auch diverse Verkaufsstellen, wie zum Beispiel hier Agravis oder dann hier die Raiffeisenwerft, der ihr dann natürlich zum Beispiel im Sommer bei der Getreideernte euer ganzes Getreide verkaufen könnt. Die freuen sich natürlich auch immer, wenn ihr mit eurem Traktor vorbeikommt. Insgesamt haben wir hier von diesen 8 Höfen, haben wir 4 Kuhhöfe, 2 Schweinehöfe, einen Pferdehof und auch noch ein Schafshof, den ihr natürlich auch noch betreiben könnt, und ist alles zusätzlich zu diesen zwei BGAs noch. Auch die Jahreszeiten sind natürlich hier wieder wie auf jeder Karte im 22er mittlerweile ultra vertreten. Zum Beispiel kann man hier auch ganz schön sehen, auf diesem Kuhstall hat sich so richtig schön der Schnee abgelegt. Und man sieht richtig diese Schneeschicht. Oder auch in diesen Fahrsilos hat sich der Schnee richtig reingelegt. Und dieser Schnee ist einfach da präsent. Er fällt direkt auf. Und man hat direkt Bock, Schnee zu schieben. Und auch Schnee schieben könnt ihr auf der Karte ultra gut. Weil einfach auch auf jeder Straße fast Schnee liegt. Außer jetzt vielleicht dort, wo es ein bisschen hoch und runter geht meistens. Aber sonst auf jeder asphaltierten Straße liegt eigentlich Schnee. Und ich glaube auch auf jedem Feldweg. Also da habt ihr auf jeden Fall genug Schnee, den ihr wegschieben könnt. Damit natürlich ergibt sich auch wieder die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein schönes RP-Projekt machen könnte, wo es dann verschiedene Bereiche gibt, die dann von verschiedenen Leuten belegt werden. Oder ihr spielt einfach die Karte allein, ist natürlich auch möglich. Ihr könnt dann auch, keine Ahnung, mehrere Höfe gleichzeitig betreiben. Es gibt verschiedene Höfe. Es gibt auch einen Hof hier zum Beispiel, der hat so eine ganz enge Ecke. Da kommt man zum Beispiel nur sehr schwer rum. Hier zum Beispiel jetzt mit dem Schäfer und einen Ballen vorne dran, und da merkt man auch, ja, da geht es auch steil hoch, denn der kippt auch da einfach mal schnell um. Ganz wichtig zum Schluss des Videos ist natürlich, das ist alles nur eine Beta-Version der Karte. Heißt, hier ist nichts final. Das heißt auch, es können Bugs auftreten, Fehler, irgendwelche Probleme. So zum Beispiel ist uns auch aufgefallen, es gibt noch keine Map-Grenze. Heißt, ihr könnt einfach drüber rausfahren oder diverse Sachen, zum Beispiel, dass die Map-Enden jetzt nicht schön gestaltet sind. Aber deswegen ist es auch nur eine Beta und deswegen kommt sie auch jetzt noch nicht im Mod-Hub, aber später wird sie dann schon irgendwann kommen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst wie gesagt schon ein Like und ein Abo da. Das wird uns sehr supporten, allein für den Algorithmus. Und wir suchen immer noch Leute von euch, die motiviert sind, mit uns zu zocken, vor allem aktiv sind, die viele DLCs haben, damit wir richtig geile Projekte machen können. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.